Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier zu einer weiteren Motorstellung. Ja, ich möchte euch heute hier diesen Case Steiger 9190 euch heute hier vorstellen. Das gute Stück hier, ja, ist leider nur für PC-Spieler verfügbar. Finde ich ein bisschen schade, ja. Ja, ich finde es schon mal sehr cool, weil es ist ein älteres Modell natürlich. Und ja, er ist hier, wenn wir sehen hier, ein Knicklenker und das Ganze hat hinten auch eine Heckelektraulik. Wir haben hier unten, wie wir sehen, hier ja, ein Hitchhaken unten dran. Ja, und kein Kugelkopf, aber ich denke mal, der Kugelkopf geht sicherlich auch. Aber das werden wir nachher noch testen in unseren Attacher-Test. Ja, und wir haben hier auch ein paar Kleinigkeiten, was wir hier uns ja anpassen können, wie Felgenfarbe, wie wir sehen, Reifen und verschiedene Arten der ja, Bereifung natürlich. Das gute Stück kostet hier 152.001 Euro, so wie da steht jetzt. Und ja, das Ganze gibt es hier auch zum Mieten für 7.752 inklusive. Ja, das Ganze hat eine Leistung von 525 PS, entsprechend 386 kW. Ja, Last schafft Stufen, wie wir hier sehen, und ja, das Ganze ist hier mit einem Tankvolumen von 1457 und ja, Maximalgeschwindigkeit sind wir da bei 35 km/h, 16,7 Tonnen Eigengewicht. Jetzt haben wir hier die Michelin-Reifen drauf mit 710/70 R42, das Ganze. Da gibt es das Ganze noch als Zwillingsbereifung und dann haben wir 960/42 und dann das Ganze hier auch als Zwillingsbereifung. Dann 520/85/42 als Art Standardbereifung und dann das Ganze als Zwillingsbereifung und dann als Drillingsbereifung und dann sind wir hier wieder bei Anfang an. Das Ganze gibt es hier einmal als 710/70/42 von PKT nur als Zwillingsbereifung. Dann gibt es hier vom Mieters 960, also 900 und dann 60 R38 als Zwillingsbereifung. Vom Mieters war das gewesen. Dann gibt es hier Conti mit 520/85 R42 als Zwillingsbereifung. Dann gibt es das Ganze als Drillingsbereifung. Dann gibt es 900 und dann 60 R38. Das Ganze einmal als Art Standardbereifung. Dann gibt es als Zwillingsbereifung. Dann gibt es 520/85 R42 als Zwillingsbereifung, dann als Drillingsbereifung und dann sind wir schon wieder beim Anfang an. Ja, da gibt es hier noch, also wie wir sehen hier, IHC ist so das Grau, dann gibt es hier das andere Grau, wie wir hier sehen, oder hier dieses hellere Grau. Das haben wir so her, Kennzeichen mal gibt es hier nicht. Also wenn man sich so den Mod ein bisschen anschaut, dann sieht man auch, ja, der könnte hier vielleicht aus dem 17er sein oder sowas her. Aber er ist waschbar und hat also Lackabnutzung. Auch habe ich gesehen. So, gehen wir mal zu denen hier rüber. Dann schauen wir uns bei denen das hier uns auch gleich an. So. Wie er innen drin natürlich ausschaut. So her, wenn man einmal hier starten. Sieht so her aus. Das sind wir hier, Blinkerkontrollen, sowas geht hier nicht. Und Armatur ist hier so her beleuchtet, wie wir hier sehen. Er hat eigentlich so nicht besonders viel. Ja, wir haben hier ein bisschen Deko drin, wie wir sehen, ein Schraubenzieher, ja, und ja, ein Zollstock. Aber leider haben wir hier nicht die Möglichkeit, hier bei dem Fahrzeug irgendwie sonst so zu interagieren, würde ich mal sagen. So, da haben wir ja unser gutes Stück, wie wir sehen, das ist jetzt komplett hier Lackabnutzung und Verschmutzung. So sieht das dann nachher aus. Also da bleibt fast nichts mehr dran, ja, an Farbe. Dann sieht er halt dann so aus.
wenn man es halt so weit kommen natürlich lässt, muss man auch noch so sagen. Mit Verschmutzung kann man sagen, ist es ja eh wurscht, aber ja. Wir haben hier uns einen Flug schon mal besorgt, werden das jetzt hier dann nach uns in den Thatcher-Test hier einmal testen. Auf dem Feld natürlich. Hat ein cooles Horn. So, da sehen wir hier, dynamische Schläuche hat er nicht, aber Attacher-Punkt passt. Wenn wir sehen, hier irgendwie Animation der Antriebswelle hat er leider nicht. Lüfter ist animiert. Sehen wir hier, also du kannst hier auf den Hitchhaken unten her, also ein Kugelkopf anhängen. Zapfwelle geht ran. Sehen wir jetzt hier hinten, die Heckhelixraule geht zu wenig weit nach unten, der Weg ist zu kurz dafür. Das ist ein bisschen blöde, mal schauen wie das nachher ist mit unserem Flug. Das Ganze, ich weiß jetzt ganz genau her, ob der jetzt, ich glaube der geht so runter, den braucht man so her nicht anders zu verwenden. Aber jetzt bin ich hier. Anhängen. Jetzt fahren wir uns auf 35 km/h. So, dann klappt man das Ganze mal natürlich hier aus. Da kommt jetzt zu unserem Punkt. Jetzt schauen wir, wie das hier sich natürlich mit unseren Helfern natürlich verhält. Also ich finde, sieht optisch schon mal ganz gut aus. Also pflügen wir ganz gut hier unseren Kartoffel natürlich hier unter. Vorne sind wir gleich hier an der Feldgrenze. Also er fährt, übersehen hier extrem, ich weiß nicht, ob das jetzt am Schlepper liegt oder ob das jetzt allgemein her mit dem Flug zusammenhängt. Das ist ein Originalflug, muss man auch noch so sagen. Wir haben hier vorne, das kann, wir haben hier vorne eine Collie. Normalerweise hat ja hier der Schlepper eine Collie. Sehen wir jetzt, die Collie steht da und die KI bleibt stehen. Ich glaube mal, dass der Schlepper die Collie nicht mitgenommen hat wieder. Das kann auch vorkommen, wenn man sich mal überlegt hier natürlich.
Ah, jetzt hat sie, wie man sieht, hat sie die Collie umgeschalten. Das ist also die Collie von der KI natürlich. Also das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, wenn wir diesen Schlepper natürlich hier in unserem Game natürlich hier mit einbeziehen. Dann natürlich ist das ja, wenn wir hier Autodrive oder Alternativhelfer oder sonst irgendwas natürlich verwenden, ja eigentlich hier für uns ja natürlich relevant, muss man dazu auch noch sagen. So. Der wird wahrscheinlich hier in die Straße reinfahren. Ja, also der gehörte jedenfalls in meinen Augen her nochmal zwecks wegen Helfer, wegen der Collie hier. Also angeschaut, ne? Muss man auch noch dazu sagen. Wir machen jetzt hier drüber auf dem Platz gleich hier unseren Lichttest auf alle Fälle. Weil das finde ich, das ist wichtig, natürlich. So. Immer hier Blinker. Ja, schade. Hat keine Reflexion. Optisch natürlich mit Funktion, aber du hast keine Reflexion am Boden. Dann, wie wir sehen, vorne Scheinwerfer funktioniert. Hinten funktioniert auch, aber wir haben hinten kein, also Schein. Schein sollte schon immer sein. Dann natürlich hier. Zweite Mal F, dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal. Jetzt gehen wir hier mit Numbit 6 haben wir vorne. Numbit 6, Entschuldigung, Numbit 5 haben wir hinten. Also wie ihr siehst. So, 1, 2, jetzt haben wir hier. Also wir haben hier hinten, wie wir sehen, hier Dinge, ja. Also ich finde, es ist cool gemacht, natürlich. Wir haben hier für Feldarbeiten im Dunkeln her gute Arbeitsscheinwerfer, gute Beleuchtung. Das ist schon mal wichtig, natürlich. Ja, was sagt unsere Lok? Sagt uns hier. Mal gleich mal gucken. Also, hier startet unser Safe Game und hierher. Also, ist Lok fehlerfrei. Ich finde, das ist super tolle Sache. Mir gefällt das ganz gut, wenn ein Mod natürlich Lok fehlerfrei ist. Also, es, wie gesagt, es gibt hier. Bei denen finde ich in den Hinsicht da die Probleme. Zwecks wegen die Blinker. Ah ja, Bremslicht haben wir nicht geschaut. Ah, warum habt ihr mir das vorher gesagt? So, Bremslicht hat auch keinen Schein, wie wir sehen. Funktioniert aber schon auch. Her, das ist, wie gesagt, halt ein bisschen schade. In meinen Augen natürlich. Dass das also nicht, also der Schein da ist, also die Reflexion am Boden her, weil wenn ich bei meinem Auto auf die Bremsen steige, dann habe ich auch eine Reflexion auf dem Boden und nach hinten hin. Und seitens ja die Leute natürlich nicht sehen. Es geht ja eigentlich nur dann darum, dass es eigentlich dann in der Hinsicht natürlich passt. Ja, ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Dir sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.